Einen schönen guten Abend und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, bei Chefsache. Der Mittelstand in Baden-Württemberg ist natürlich vor allen Dingen durch Familienunternehmen geprägt. In der Regel hatte das Familienoberhaupt vor Jahrzehnten die leuchtende Idee und hatte dann das Unternehmen gegründet und den nachfolgenden Generationen vererbt. Was passiert allerdings, wenn ein Externer an der Spitze von einem Familienunternehmen steht? Das ist heute das Thema bei Chefsache. Die Uzin Utz AG, 1911 gegründet. Das Unternehmen produziert Klebstoffe, Bonawachs und Spachtelmassen. Die AG bleibt auf dem Boden und bietet alles rund um Bodenbelege an. Von der Verlegung und Verklebung bis hin zu Spezialmaschinen. Heute ist das Unternehmen aus Ulm weltweit tätig, beschäftigt 1000 Mitarbeiter, davon 400 in der Firmenzentrale in Ulm. Mit Thomas Müllerschön steht zum ersten Mal ein Externer im Familienunternehmen an der Spitze. Zuvor war er Finanzvorstand und als Chef der Finanz kennt er die Zahlen und die sind gut. Die Uzin Utz AG klebt am Aufschwung. Der Umsatz steigt stetig. Vor 5 Jahren waren es 200 Millionen Euro, heute sind es über 250. 400 Millionen sollen es in 3 Jahren werden. Steigender Aktienkurs. Vor 5 Jahren lag die Aktie bei 21 Euro. Sie legt um 180% zu und kostet heute rund 58 Euro. Für das Unternehmen kein Grund abzuheben. Es ist, wie gesagt, auf dem Boden geblieben. Ja, und jetzt ist er bei uns, der Vorstandsvorsitzende der Uzin Utz AG. Herzlich willkommen, Thomas Müller. Schön, dass Sie da sind. Ja, knapp ein Jahr in dieser Funktion an oberster Spitze der Aktiengesellschaft. Wie war das Jahr für Sie? War ein fantastisches Jahr. Also man könnte sich das nicht schöner vorstellen. Sie müssen sich das vorstellen, wie bei der deutschen Nationalmannschaft nach dem WM-Finale 2014. Einfach super. Ja, also wenn man den Aktienkurs anschaut, erkennt er tatsächlich nur eine Richtung. Es geht strikt nach oben. Wem ist das zu verdanken? Da haben Sie vollkommen recht. Also da spielen natürlich viele, viele Faktoren eine Rolle. Aber ich glaube, zentral kann man sagen, dass wir das ähnlich praktizieren wie beim Fußballspiel, dass wir eben nicht nur auf Ballbesitz gehen, sondern auch immer versuchen, die Tore zu schießen. Und meine Kolleginnen und Kollegen, die so fantastisch sind, haben in diesem Jahr übermäßig viel Tore geschossen. Und das dokumentiert sich in der Umsatzentwicklung, der Ergebnisentwicklung und dann auch in der Aktienkursentwicklung. Sie sind ja passionierter Fußballfan. Was ist Ihre Position auf dem Feld? Vielen Dank. Ich liebe den Fußball, habe selber nicht so gut gespielt, aber bin ein ganz, ganz professioneller Zuschauer. Und wenn man überlegt, welche Position man im Fußballspiel einnehmen würde, wäre es bei mir klassisch die 9. Das heißt also, du musst auch bereit sein, mal abzuziehen. Und das tun wir, auch mit kontrollierter Aggressivität zu arbeiten, zu spielen. Das tun wir. Und es gibt dann diese vielen Tore. Das war ein sehr schnelles Jahr, sagen Sie. Ja. Es ist ja auch ein besonderes Jahr, möchte man sagen. Sie sind in einem Familienunternehmen, in einem Traditionsunternehmen, welches ganz klar auch immer durch Familienmitglieder gesteuert worden ist. Und jetzt sind Sie sozusagen als Externe an der Spitze. Ist es leichter oder schwieriger? Also für mich persönlich ist es sehr leicht, weil ich eine klare Strukturierung habe. Ich arbeite jeden Tag, wie das Unternehmen mir gehören wird. Ich weiß, dass es aber mir nie gehören wird und das ist auch gut so. Und im Gegensatz zu einem Mitglied der Familie habe ich natürlich die Chance, auch mal zu sagen, ich mache etwas anderes. Gut, ich habe natürlich auch das Risiko, rausgeschmissen zu werden. Aber letztendlich überwiegt dort die Chance dem Risiko gegenüber. Und deswegen finde ich es eine ganz, ganz tolle Konstellation. Und sehe mich natürlich aber auch in einer großen Verantwortung, sicherzustellen, dass nach 3 Generationen Familie die 4. Generation mittelfristig in den Vorstand kommt, mittel- bis langfristig auch das Unternehmen führt und da habe ich große Freude an dieser Aufgabe. Es sind ja Familienmitglieder in dem Unternehmen, ja, als Geschäftsführer sozusagen für Bereiche ja auch angestellt. Sie sind aber weisungsbefugt gegenüber diesen Geschäftsführern. In der Position des Vorstandsvorsitzenden bin ich natürlich weisungsbefugt, wobei den Begriff ich eigentlich in den Jahren meiner Vorstandstätigkeit nie verwendet habe. Warum nicht? Sondern ich bin der festen Überzeugung, dass man Unternehmen so strukturieren muss, dass man eigenverantwortlich arbeitende Mitarbeiter hat, die intrinsisch motiviert sind und die müssen Dinge auch versuchen dürfen. Meine Aufgabe besteht darin, die Strategien des Unternehmens zu definieren mit dem Aufsichtsrat, insbesondere mit dem Herrn Dr. Utz. Strategie ist eine universelle Zielvorgabe, aber die muss auf operativer Ebene umgesetzt werden durch professionelle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und die haben wir. Und da muss man auch eingestehen, dass dort mal ein Fehler gemacht wird, weil eines wollen wir nicht vermeiden können im Unternehmen, egal wie viele Regelwerke geschaffen werden, der Mensch macht Fehler und das ist gut so. Aus den Fehlern lernt er, er sollte nur den gleichen Fehler nicht zweimal machen und er sollte keine dramatischen Fehler machen. Aber ansonsten betrachte ich jeden Fehler als Lerngeschenk zur eigenen Entwicklung. Welche Fehler Sie schon gemacht haben und wie Sie es schaffen, dass Ihre Mitarbeiter, wie es so schön heißt, intrinsisch motiviert sind, liebe Zuschauer, das und mehr gleich im zweiten Teil unseres Gesprächs.
Und damit herzlich willkommen zurück, liebe Zuschauer bei Chefsache. Zu Gast im Studio ist Thomas Müllerschön. Er ist seit rund einem Jahr Vorstandsvorsitzender der UZIN UZ AG. Sie waren mit 32, also vor rund 16 Jahren, damals jüngstes Vorstandsmitglied einer Aktiengesellschaft in Deutschland. Jetzt sind Sie an der Spitze des Unternehmens. Wir haben vorhin darüber gesprochen, Fehler muss man machen dürfen. Wie gehen Sie persönlich mit Fehlern um, Ihre Mitarbeiter? Also letztendlich, wenn ein Fehler entsteht, ist es meines Erachtens sehr, sehr wichtig, dass eine Fehleranalyse durchgeführt wird. Also das heißt, was ist konkret falsch gemacht worden, wie hätte man es besser machen können? Und dann muss aus diesem Fehler gelernt werden. Und dann hat der Fehler aber auch schon ausgedient. Nach der Analyse werden die entsprechenden Maßnahmen getroffen, dann wird nochmal drüber gesprochen. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dem Mitarbeiter gegenüber. Haben Sie selbst schon Fehler gemacht? Also das bleibt nicht aus. Und ich glaube, statistisch betrachtet hat ja jeder Mensch eine Erfassungsfehlerquote, die bei 0,4% liegt. Das heißt also, bei 1000 Dingen, die man tut, sind immer 4 Fehler mit dabei. Das heißt also, ich bin nicht frei von Fehlern. Aber über die vielen Jahre war kein dramatischer dabei. Und ich glaube, das ist unheimlich wichtig. Nun haben Sie jetzt ein unglaubliches Glück, dass das Geschäft gut läuft. Ja. Wir haben es ja gesehen. Aber es war ja nicht immer so. Es gab ja eine Zeit, 2008, 2009, eine große Krise. Wie sind Sie damals in dieser Zeit mit Ihrem Unternehmen und vor allem mit Ihren Mitarbeitern umgegangen? Dort war es für mich ganz, ganz wichtig, als Kommunikator gegenüber den Mitarbeitern aufzutreten, die Mitarbeiter über alle Dinge zu informieren, die die Unternehmensführung, damals Herr Dr. Lutz und ich vorhaben, um auch mit den Mitarbeitern besprechen zu können, welche Maßnahmen wir planen, was wir tun werden. Wir haben dort im August 2008 beginnend jede Woche die Mitarbeiter 2 Stunden über den aktuellen Verlauf informiert, wobei da eine Grundbotschaft wichtig war, den Mitarbeitern zu vermitteln, dass sie sichere und stabile Arbeitsplätze haben. Wenn sie jeden Tag in der Zeitung lesen, wie viel Personal abgebaut wird, ist jetzt etwas für den Mitarbeiter sehr, sehr Belastendes. Da war es uns wichtig, dem Herrn Doktor zu mir, den Mitarbeitern zeigen zu können, ihren Familien gegenüber, dass sie sichere Arbeitsplätze haben. Wir haben damals den Mitarbeitern das Versprechen gegeben, keine Mitarbeiter betriebsbedingt zu entlassen in der schwierigen Phase. Und wir haben das eingehalten. Und das hat eine unheimlich starke Loyalität vom Mitarbeiter zur Unternehmensleitung, von der Unternehmensleitung zu den Mitarbeitern definiert, wo wir heute noch von profitieren. Wir haben jetzt eine Zeit, die richtig gut läuft. Das heißt, wir könnten deutlich mehr verkaufen, als wir produzieren können. Das geht nur, weil die Mitarbeiter bereit sind, auch freiwillig in der Nacht zu arbeiten. Und Nachtschicht durchzuführen ist nichts Angenehmes. Das schätze ich sehr, dass das die Mitarbeiter tun, im Sinne der Unternehmensstrategie, im Sinne des Unternehmens. Sie haben ja vor der Werbung auch von dieser intrinsischen Motivation gesprochen. Das ist natürlich der Joker für einen Unternehmer, wenn die Mitarbeiter nicht nur können, sondern auch richtig wollen, aus eigenen Stücken heraus. Wie haben Sie das hingekriegt? Es ist schon Aufgabe der Unternehmensleitung, die Mitarbeiter abzuholen, den Mitarbeitern auch zu dokumentieren, dass man wertschätzt, was sie tun, den Mitarbeitern den Respekt zum Ausdruck zu bringen. Sie haben es vorher gesagt, als Finanzvorstand war ich im Detail mit den Zahlen beschäftigt. Aber nicht nur, weil ich so eine große Zahlenaffinität habe. Nein, ich kenne die Geschichte hinter der Zahl. Und die Geschichte der Zahl ist die Leistung der Mitarbeiter. Das heißt, immer wenn ich über eine Zahl spreche, die tolle Umsatzentwicklung oder die tolle Ergebnisentwicklung, ist es mein großer Respekt vor den Kolleginnen und Kollegen, die dafür verantwortlich sind, dass es uns gelungen ist, diese wunderbaren Zahlen schreiben zu können. Und dann bin ich in einer wahnsinnig prächtigen Situation. Ich habe die große Chance, jeden Tag mit Profis zusammenarbeiten zu dürfen. Und es macht unheimlich viel Freude. Und ich glaube, dass die Mitarbeiter das auch entsprechend sehen und spüren. Das heißt, Sie sehen sich selbst vor allen Dingen als Generalist, der den Überblick hat und weniger als Spezialist. Vollkommen richtig. Also meine primäre Aufgabe besteht darin, mit dem Aufsichtsrat zusammen, also im normativen und strategischen Management, die Strategien für das Unternehmen festzulegen. Strategie ist eine universelle Zielvorgabe, die dann von den Mitarbeitern umgesetzt wird. Und da bin ich in der glücklichen Lage, mit sehr vielen Spezialisten arbeiten zu dürfen, die mir in ihren Disziplinen absolut überlegen sind. Und es macht mir große Freude zu sehen, welche Qualifikation, welche Qualität die Kolleginnen und Kollegen in ihren Spezialdisziplinen haben. Meine Aufgabe besteht dann darin, das zu verdichten in die Unternehmensstrategie, den Gesamtüberblick über unsere Leistungsmöglichkeiten zu haben. Die Konstellation ist ja schon recht ungewöhnlich, ein Familienunternehmen einerseits zu haben, aber dann eine Aktiengesellschaft andererseits. Die AG bringt es mit sich, dass man unglaublich viel berichten muss. Ja. Ist das ein schweres Los? Das ist für mich ein einfaches Los, weil wir die Chance haben, das Beste aus zwei Welten zu kombinieren.
die Werte eines Familienunternehmens, die ganz, ganz stark auf den Mitarbeiter ausgerichtet sind. Und das ist absolut deckungsgleich mit meiner Vorstellung der Menschenführung. Aber zum anderen auch die Möglichkeit zu haben, transparent über alle Zahlen berichten zu können, wirklich zu dokumentieren, wenn an der Schraube gedreht wird, wird sich das entwickeln. Also ich könnte mir keine bessere Situation vorstellen. Bin sehr, sehr dankbar, dass wir von den vielen Unternehmen, die in der Ulmer Region an die Börse gegangen sind, das letzte Unternehmen sind, das an der Börse geblieben ist. Und das ist auch klare Definition der Gesellschafter, dass das die kommenden Jahre in keinster Weise ändern wird. Wir sind dankbar für unsere Börsennotierung, dass sie uns doch über das Aufgeld auch die Möglichkeit gegeben hat, zu internationalisieren, und werden es auch in der Zukunft entsprechend intensiv praktizieren. Abschließender Satz, bitte vervollständigen. In 2 Jahren wird Uzinuts. In 2 Jahren wird Uzinuts Marktführer in Europa sein mit einem Umsatz, der bei über 400 Millionen Euro liegen wird. Das heißt, jetzt fehlen noch 150. Das ist ein ordentlicher Schnaps, den wir dort nehmen müssen. Aber letztendlich, wir sind Sportler, wir lieben den Wettbewerb und das wird uns absolut gelingen. Nicht dadurch, dass wir uns mit dem Land 50, 51, 52 beschäftigen, sondern durch Fokussierung auf 8 wichtige Regionen der Welt. Und da werden wir die Marktanteile signifikant erhöhen auf 18-28%, was sicherstellt, dass wir nicht nur die 400 Millionen Euro Umsatz realisieren, sondern insbesondere profitabel wachsen im Interesse unserer Aktionärinnen und Aktionäre. Die werden sich freuen. Herzlichen Dank für das Vielen Gespräch. Vielen Dank. Dankeschön. Liebe Zuschauer, das war es auch wieder soweit hier bei Chefsache. Heute mit Thomas Müllosch und dem Vorstandsvorsitzenden der Uzinuts AG. Es würde mich freuen, wenn Sie nächste Woche wieder einschalten. Bis dahin, Ihnen alles Gute. Tschüss.